Ich stehe auf Fallout. Aber wie gesagt, ihr könnt mir gerne mal Kommentar schreiben. Wenn nicht, ist mir auch egal. Ich mache sowieso, was ich will. Aber man kann ja auch mal andere Meinungen einholen. Soll ja auch nicht so schlecht sein, wenn man mit damit arbeitet, dass man andere unterhält. Kann es nicht so schlecht sein, wenn man auch mal deren Meinung einholt. Vielleicht interessiert sie ja der ganze Scheiß nicht. Oh, das Labor von Dr. Seth ist gesperrt. Traue mich da nie durchgehen. Ich weiß nicht, was da passiert. Wahrscheinlich sterbe ich. Oder verliere sofort mein Schild und bin dann fast tot. Munition. Cool. Also, falls das jetzt nicht mitgekriegt habt, hier war doch der Seth. Genau hier. Genau da. Da, hinter den Blitzen. Ohne Blitze. Ja, da. Wirklich heute irgendwie aufgedreht? Keine Ahnung. Ich habe nichts getrunken. Das kann ich gleich sagen. Und auch nichts genommen. Das ist Natur pur. Jane Cale, oder? Du Wahnsinniger, läufst einfach durch den Dreck durch. Wow, ach, da ist noch einer. Zack, zack, zack. Und mitten rein. Ach, da kommt ja schon die Brigade. Aber die sind eigentlich noch leicht zum Erledigen. Wenn man nicht kompletten Mist baut. Wirf deinen Arm ab. Verdammt. Ja. Wie war das gerade nochmal mit dem? Ist so leicht. Aber das könnte noch klappen. Das könnte klappen. Ja. Wuddel. Holla. Darauf ein Hopsasa und ein Tralala. Oh, Nachladen. Jetzt habe ich extra auf Nachladen gedrückt, aber der Kerl hat einfach nicht... die Frau hat einfach nicht nachgeladen. Böse Frau. Immer schön ins Auge. Fahne dich. Ich kann Karate. Warte. Jetzt kommt der Karate-Kick. Ja, was nicht? Aber der. Nimm dies und das und den und denen und jenen und so und bla. Das wirkt irgendwie geringfügig. Könnt ihr das einmal skillen? Ach ja, apropos skillen. Wusste, dass ich es vergesse. Aber bevor die Erinnerung gekommen ist... Hey, übrigens, wir haben noch einen Punkt. Das bringt mir nichts. Das? Mach mal. Schieß auf ein wabendes Heuer... Nein. Wir haben mal die Feinde treffen, die Chance abprobieren, um einen weiteren Feind in der Nähe zu treffen. Nee. Ich glaube, ich werde auf die schauen. Okay, das ist gut. Hä? Jetzt habe ich keinen Punkt. Ach, verdammt! Nein! Will den zurück! Zurück! Nein! Ach, Menno! Jetzt habe ich den irgendwo ausgegeben. Verdammt! Dann nehme ich halt was anderes. Und zwar Feuerrate! Schusswaffenschaden! Nachladegeschwindigkeit. Maximale Gesundheit. Und Schildkapazität. Gibt es noch einige Herausforderungen. Wenn man so nachschaut. Viel zu viele. Viel zu viele für einen einzigen Mann. Wow, 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 wow. Junge. Okay, die wirkt auch ziemlich gut. Nein! Oh, jetzt schafft er es noch. Mistkerl. War das jetzt schlecht. Dass er auch direkt vor dem stehen bleibe. Dem noch die Chance geben, mich zu erledigen. Läuft er denn immer noch? Nö. Also vorhin, also im ersten Teil war da noch weniger Dreck. Slack. Cake. Keine Ahnung. Hab das Spiel schon lange nicht mehr gespielt. Ich kenne die Ausdrücke nicht mehr. So, wo ist der Aufzug? Ich glaube, ich komme näher. Die Symbole werden größer.
Ah, da sind bestimmt doch 10.000 Gegner zwischen. Roland? Zed? Wenn du das hörst, antworte dringend. Blake ist heute zurückgekommen und hat mir gefälschte Bilder von New Haven gezeigt. Die Stadt brannte, viele Leute waren tot. Blake sagte, sein Boss hätte die Stadt niedergebrannt, weil die Einwohner sie nicht verlassen wollten. Natürlich weiß ich, dass die Bilder Fälschungen sein müssen, weil du und deine Kumpels euch in New Haven verschanzt habt. Und ihr hättet diese Truppen ja davon abgehalten, die Stadt einzunehmen, stimmt's? Stimmt doch, oder? Stimmt doch, oder? New Haven. Bestimmt. Oh, nein. Oh, komm schon. Musste das jetzt sein? Er hat den Facelocken? Ich glaube nicht. Ich glaube, das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Wo ist der? Ach, da ist er. Toll. Und wo greife ich den jetzt an? Alter. Wahrscheinlich produziert er auch noch Einheiten, oder? Ich schieße einfach mal auf das Ding da oben. Sieht, wirkt plausibel. Oder auch nicht. Obwohl. Es hat eine eigene kleine Lebensanzeige, oder? Oder täusche ich mich jetzt da? Glaube schon. Ist ein dickes Kerlchen. Weißt du das? Etwas habe ich erledigt, auf jeden Fall. Was es genau war, kann ich nicht sagen. Doch, das war die einzelne Kanone. Okay. Ich bin Krieger geworden. Also, so wie er jetzt gerade ist, gefällt er mir. Am besten noch, wenn er so stehen bleibt. Ja, aber irgendwie treffe ich so nicht vernünftig. Also ist das wieder hinfällig. Ah, Munition. Es war einmal ein Geschütz, das versuchte mich zu treffen. Und es traf mich. Ende der Geschichte. Wo ist denn das? Da. So. Perfekt. Was haben wir denn noch alles, was wir kaputt schießen können? Das da scheint Leben zu haben. Aber zu viel, um es mit einem Scharfschützengewehr zu erledigen. Wieso steht der jetzt? Macht mir Angst. Da. Der reagiert nicht wirklich, oder? Hast du irgendwo Schwachstellen? Diese Frage hat sich jetzt mit einem Knall erübrigt. Okay, eigentlich nicht, aber... Also die Frage, wieso er da steht, hat sich erübrigt. Und zwar mit einem Knall. Da ist noch ein Kniegeschütz. Hoffentlich wird er irgendwie schwächer. Nein. Wow! Wollte gerade sagen, trau dich ja nicht, mich anzufliegen, du Kackrakete. Verdammt, der Käse. Da kommt er. Da kommt Johnny. Wie wär's hier mal mit dem Lebenskaufstand? Da! Und wieder Rückzug. Taktischer Rückzug. Vor einem Gegner, der mir überhaupt nicht zu groß ist oder so. Nee. Nee, doch. Mann, jetzt dreht er sein Knie weg. Der Penner. Ah, die Knallwaffe knallt. Ist schon mal gut. Zeig mir dein Knie. Sexy Boy. Ich wollte mal leben. Irgendwo. Vielleicht. Bitte. Muss er bitte sagen? Weiß es nicht. Das ist eine Zicke. Ein Zickenroboter. Es kommt gleich, ich sehe schon. Das könnte jetzt etwas länger dauern, habe ich das Gefühl.
Ach, das ist auch noch dran. Ach so, das war das Ende. Wow. Aber zumindest schon mal 4 Kanonen erledigt. Hat der Fuß ein Leben? Nee. Ah! Keine Munition mehr. Na, das finde ich jetzt mal toll. Wieso drücke ich jedes Mal die falsche Taste? Verstehe es nicht. Ah, Munition. Rückzug. Dem Knie war es, oder? Ja. Tut das weh? Sieht ja irgendwie nicht so aus. Will jetzt ungern sterben. Weiß nicht, habe ich irgendwie was dagegen. Ich meine, ich könnte jetzt abhauen, aber das wäre jetzt irgendwie feige, oder? Abgesehen davon, dass wahrscheinlich der Ausgang eh blockiert ist. Irgendwie. Das macht 400 Schaden und das kratzt ihm mal so direkt gar nicht. Was hat denn der eine Schwachstelle? Der am Rücken wahrscheinlich eine Schwachstelle, oder? Zacka, 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 zacka! Okay, das mit dem Rücken hat sich erledigt. Der dreht sich nicht mehr sofort. Du bist ein Penner. Ein Pennerlein. Einfach mal quer auf den drauf schießen und schauen, wo es am meisten wehtut. Am Kopf schon mal nicht. Lieber Freund, wenn du keine Schwachstelle hast, bist du ziemlich OP. Und das ist uncool. Oh, ich hab schon Ziegen gehört. Kamikaze drohen. Alter. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt, wie ich dem beikommen soll. Ich finde jetzt auch gerade keine Schwachstelle bei dem. Ja, ich kann jetzt ewig auf den einschießen. Und irgendwann kippt er vielleicht um. Ich glaube, vorher gibt mir die Munition aus. Nimm dies. Das ist jetzt gerade irgendwie komisch. Normalerweise haben die immer irgendeine Schwachstelle. Der hat auch bestimmt irgendeine Schwachstelle. Die Frage ist nur, wo? Ja toll, 365 Schaden, das schafft mit der Pistole auch. Das ist nicht die Kunst. Au! Ja klar, dein letzter Schuss sitzt. Hör doch auf. Mann, wo hat denn der eine Schwachstelle? Bin ich jetzt wirklich zu blöd oder sehe ich es einfach nicht? Boah, ja. Das ist meine Schwachstelle. Munitionsleere. Oh ja, der war cool. Kann ich direkt aufgeben. Könnte probieren, wenn er seine Drohnen oder so abschießt, sie auf ihn zu lenken. Das wäre aber, glaube ich, ein bisschen übertrieben, oder? Vor allem, weil er ja durchgehend schießt. Ah, das Jenseits ist langweilig. Interessant. Ja, dann werde ich meinen Kurztrieb wohl absagen. Mal schauen, ob der jetzt seine Kanonen noch hat. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Munition, Munition, Munition. So. Bis bald, mein Freund. Wenn du woanders reinkommst. Hab ich schon immer nur so kleine Magazine gehabt?